habe gerade 5 Bücher Mose in der Bibel gelesen. Und wenn man sich vorstellen kann, sind das nicht gerade die spannendsten Bücher der Bibel. Es hat zwar mega coole Geschichten drin, wo Leute coole Sachen mit Gott erlebt haben, aber es hat auch mega viele Gesetze und Gebote und Regeln, besonders zum Opfern für das Volk Israel. Und heutzutage können wir recht wenig anfangen mit diesen Gesetzen, mit denen, besonders zum Opfer, mit diesen Regeln zum Opfer. Und ich habe mich dann gefragt, wieso müssen wir das heutzutage noch lesen, wenn ich das gar nicht mehr sage und wenn wir das gar nicht mehr brauchen. Aber dann ist mir aufgefallen, Gott ist einfach mega wichtig, dass wir heilig sind, dass wir ein heiliges Leben führen. Genauso wie das Volk Israel, wo wirklich jedes Gesetz, jedes Opfer hat genau nach einem bestimmten Prozedere müssen durchgeführt werden. Jedes Detail war wichtig. Und wenn ein Detail nicht gestimmt hat, dann war das Ganze für nichts, oder dann mussten die Leute zum Teil sogar sterben. Weil Gott war so wichtig, dass alles so gemacht worden ist, wie er es befohlen hat. Und genau das gilt auch heutzutage noch für uns, dass wir einfach Gott gehorsam sind und probieren, das heiligste Leben zu führen. Natürlich können wir nie so heilig sein wie Gott. Wir sind nie perfekt. Wir sind nicht unfehlbar. Aber Gott will einfach, dass wir uns Mühe geben. Aber genau weil wir nicht perfekt sind und nicht heilig können sein, ist Jesus für uns gestorben und hat genau das grösste Opfer für uns gemacht, damit wir heute kein Opfer mehr machen. Ich finde das mega cool, gerade wenn man die Opfer gelesen hat und all die verschiedenen Opfer, die es gibt. Dankopfer, Webopfer, Hebopfer, Friedensopfer, Sühnopfer. Es gibt so viele verschiedene, die sie machen müssen. Und recht viel müssen opfern, verschiedene Tiere oder Essen zu trinken. Und man denkt, das ist eigentlich Verschwendung. Aber Gott ist es einfach wichtig gewesen. Und heutzutage müssen wir einfach nichts mehr opfern, weil Gott alles für uns gemacht hat, weil er den Preis gezahlt hat. Und das Einzige, was uns noch bleibt, ist einfach Gott zu danken und ihm einfach unser Leben zu geben. Und genau das Dankopfer, von dem lesen wir auch in der Bibel im Psalm 116. Deshalb will ich dir ein Dankopfer bringen. Laut will ich bekennen, dass du mein Herr bist. Das ist doch das Einzige, was wir machen können. Und ich finde, das ist eigentlich etwas mega Kleines. Gott danken. Wir können das jeden Tag machen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr doch auch gerade jetzt in dem Moment euch Zeit nehmen, zu überlegen, für was ihr Gott danken könnt. Und einfach vor allem, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er das grösste Opfer für uns gemacht hat.